Der Verwaltungsstab ist eine besondere Organisationsform der Kreisverwaltung, mit der bei Krisensituationen sehr schnell und umfassend gehandelt werden kann. Deshalb wird auch oft von einem Krisenstab gesprochen. Für Aufgaben, die in einer Krise erledigt werden müssen, besteht stellvertretend für den Landrat umfassende Handlungsbefugnis. Geleitet wird der Stab von Vizelandrat Dietger Wille. Meine Aufgabe ist es, die Situation für den Landkreis im Griff zu behalten. Wir müssen schnell die richtigen Dinge tun. Unterstützt werde ich dabei von Fachleuten aus der Verwaltung. Wir holen uns aber auch Rat von außen, so zum Beispiel von der Polizei oder von Wissenschaftlern. Gemeinsam managen wir die Krise. Die Entscheidungen des Stabes werden von einer sogenannten Koordinierungsstelle vorbereitet. In der Koordinierungsstelle arbeiten derzeit permanent 14 Mitarbeiter. Zusätzlich wurden ein Bürgertelefon und eine Unternehmerhotline eingerichtet, in der je nach Informationsbedarf bis zu 40 Mitarbeiter im Schichtdienst eingesetzt werden können. Die Aufgaben des Verwaltungsstabes werden von der jeweiligen Situation diktiert. Am Anfang der Krise stand die schnelle Entscheidung über Veranstaltungsverbote und die Schließung von Einrichtungen im Vordergrund. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Beschaffung und Verteilung von Schutzausrüstung, dem Schutz von Pflegeeinrichtungen, der deutlichen Ausweitung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitsamtes zur Nachverfolgung und Eingrenzung der Infektionslage und der Umsetzung der vom Land getroffenen Regelungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Der Verwaltungsstab arbeitet so lange, bis die Krise bewältigt worden ist.